Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es ist in diesen Tagen sicherlich nicht falsch, dass wir mit einem hohen Anspruch in dieser Regierung zusammenarbeiten. Dieser hohe Anspruch, den kann man sehr schnell ablesen am Titel unseres Koalitionsvertrages. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Daran lassen wir uns auch messen. Ich sage Ihnen, lieber Herr Lindner, die Meseberger Erklärung, das hat keinesfalls eine Spaltung Europas zur Folge, sondern das ist die Lokomotive, mit der wir den Fortschritt in Europa erreichen werden. Davon bin ich hier fest überzeugt, und das ist ein neuer Aufbruch für Europa. Und auch, was die Frage angeht, eines neuen Zusammenhalts in diesem Land, hat diese Regierung wirklich viel erreicht. Ab dem 1. Januar werden wir wieder halbe-halbe machen. Bei der Krankenversicherung wird die Parität wiederhergestellt. Das ist eine Entlastung von 7 Milliarden € für Beschäftigte und Rentnerinnen und Rentner in diesem Land. Und wir haben ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit durchgesetzt, Herr Lindner. Und wenn Sie hier von Bürokratismus reden, Bürokratismus, um Himmels Willen, es geht hier um Millionen, vor allem Frauen, die endlich wieder eine Chance haben, dass sie nicht in der Teilzeitfalle festkleben, sondern die holen wir raus, dann kriegen sie anständige Löhne, können Karriere machen und haben auch keine Altersarmut zu fürchten. Und wenn Sie das hier als Bürokratismus definieren, demaskieren Sie sich nur selbst. Das ist nämlich der Punkt. Und wir haben bei der Pflegeausbildung endlich es geschafft, bundesweit Schulgeldfreiheit durchzusetzen. Und das halte ich für einen wichtigen Punkt. Zentrale Grundgesetzänderungen sind auf den Weg gebracht worden. Da kommen wir zum Thema neue Dynamik. Wir haben endlich auf den Weg gebracht, dass das Kooperationsverbot fällt. Und ich hoffe sehr, dass Grüne und FDP diesen Weg auch mitgehen können, denn wir brauchen sie auch dafür. Aber das ist ein lohnendes Projekt, denn wir haben tatsächlich einen Stau an der Stelle, den wir endlich auflösen können. Wir brauchen eine Modernisierung an der Schule, und wir brauchen noch mehr öffentlichen Wohnungsbau. Und dann mehr Familienentlastungsgesetz haben wir beschlossen. Das bedeutet, ab 1. Juli 2019 10 € und bis Ende der Legislatur 25 € mehr Kindergeld. Mehr netto also für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner und Familien. Mehr Rechte für Beschäftigte und Verbraucher durch die Einer-für-alle-Klage, die wir auch durchgesetzt haben. Ja, das ist doch auch ein Mittel, um in diesem Dieselskandal den Verbraucherinnen und Verbrauchern den Rücken zu stärken, Herr Lindner. Da haben wir doch hier durch den Bundestag schon das Gesetz durchgebracht. Das ist doch nicht Nichthandeln, was Sie uns hier unterstellen. Also das war jetzt eigentlich kein schlechter Start in dieser Regierung. Leider ist der Regierungsmotor in den letzten 3 Wochen ins Stottern geraten. Anstatt so weiterzumachen, wurden wesentlich weitere Gesetzesvorhaben in den regierungsinternen Abstimmungen verzögert. Das Gute-Kita-Gesetz, der soziale Arbeitsmarkt, die gesetzlichen Maßnahmen zum Stopp von existenzbedrohenden Mieterhöhungen. Die SPD-Fraktion erwartet, dass es jetzt hier vorangeht bei diesen Themen in den nächsten Monaten. Und in den letzten 3 Wochen haben wir hier vor allem Streit und Drohungen erlebt. Es ist gut, dass nun alle Teile der Bundesregierung zur ordentlichen Regierungsarbeit zurückkehren möchten. Wir begrüßen das sehr. Es gibt keinen Grund, in der Flüchtlingspolitik einen anderen Regierungsstil zu pflegen als in all den anderen Punkten, die ich gerade vorgetragen habe. Wir brauchen auch keine Masterpläne. Wir brauchen gutes Handwerk, damit endlich das umgesetzt werden kann, was wir doch gemeinsam auch verabredet haben. Und die Basis dafür ist der Koalitionsvertrag. Und ich habe in den letzten Wochen an diesem Ort auch schon gesagt, es gibt seit dem Unterzeichnen des Koalitionsvertrags am 12. März hat sich in der Flüchtlingsfrage keine neue Sachlage ergeben. Wer darüber hinausgehende Vorschläge hat, muss diese vorstellen, begründen und mit dem Koalitionspartner abstimmen. Am Beginn eines solchen Prozesses sind wir. Die SPD hat in einem 5-Punkte-Plan ihre Position klargelegt. Humanität
und Realismus gehen zusammen. Und das ist etwas, was wir auch im Regierungsalltag beweisen werden. Und für uns steht dabei ganz klar fest, unsere Grundsätze, keine nationalen Alleingänge, rechtsstaatliche Verfahren müssen eingehalten werden, geschlossene Lager lehnen wir ab. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, Frau Merkel hat es auch angesprochen, dass wir auch endlich zu einer neuen Logik der Zuwanderungspolitik kommen müssen. Wir brauchen ordnende, steuernde Prinzipien, humane Prinzipien. Und deswegen ist es jetzt wirklich dringend, dass wir endlich ein Einwanderungsgesetz in dieser Regierung auf den Weg bringen. Das ist für uns eine hohe Priorität. Wir sehen im Übrigen selbstverständlich an dieser Stelle, auch in vielen anderen Bereichen unserer Regierungspolitik in den nächsten Monaten viel zu tun. Wir wollen gerne in Deutschland dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit wieder mehr Schwung geben. Es geht darum, demokratisch zu gestalten und sich hier nicht in vermeintliche Sachzwänge zu begeben. Und wir werden mit diesem Haushalt, den wir hier heute diskutieren, dafür die richtigen Weichen stellen. Ein handlungsfähiger Staat, der nicht nur Recht setzt, sondern auch Recht durchsetzt. Und ich sage, dass in Bezug auf diesen Haushalt dafür wesentliche Voraussetzungen geschaffen worden sind. Denn ehrlich gesagt sagen mir viele Leute, ja, ja, ihr macht da eure Gesetze, aber an die hält sich ja keiner. Und deswegen ist es keine Kleinigkeit, dass wir endlich den Zoll, der gegen Schwarzarbeit kämpft, Mindestlohn, der nicht eingehalten wird, bekämpft, der gegen Schmuggel und Menschenhandel vorgeht, endlich genügend Stellen dafür auch zur Verfügung gestellt werden, dass Recht nicht nur gesetzt, sondern in diesem Land auch durchgesetzt wird an dieser Stelle. Und dafür meinen ausdrücklichen Dank an Olaf Scholz, der das ermöglicht hat. Aber in diesem Haushalt wird man auch finden, dass wir ein großes Thema anpacken werden in den nächsten Monaten, das ist die Rentenpolitik. Und wer sein Leben lang in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt und damit die Renten der älteren Generation finanziert hat, muss am Ende auch selbst einen Anspruch auf auskömmliche Rente haben. Es ist mit dem Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit nicht vereinbar, wenn Menschen ihr Leben lang arbeiten, ihre Rente aber später immer weiter an Wert verliert. Die Kaufkraft der gesetzlichen Rente muss erhalten bleiben. Und deswegen sind wir für die Sicherung des Rentenniveaus, und zwar die gesetzliche Absicherung des Rentenniveaus. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass jemand, der sein ganzes Leben lang Beiträge in die gesetzliche Rente eingezahlt hat, im Alter grundsätzlich ein Einkommen hat, was oberhalb der Grundsicherung liegt. Und auch das ist ein Versprechen der Leistungsgerechtigkeit in unserem Sozialsystem, dass der, der eingezahlt hat und arbeitet, mehr hat als jemand, der aus welchen Gründen auch immer es nicht getan hat. Das muss aus meiner Sicht auch dringend angepackt werden. Wir werden deswegen in diesen Haushaltsplan viele Milliarden einstellen. Der Bundeszuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung steigt in diesem Jahr auf 94 Milliarden und er wird bis zu Ende der Legislatur auf 110 Milliarden Euro ansteigen. Das ist viel Geld. Das mag manchen in diesem Haus gefallen, manch nicht. Das soll auch so sein. Denn es geht genau darum, dass wir eine große Veränderung, die demografische Veränderung unserer Bevölkerung, nicht einfach hinnehmen und sagen, so ist das halt, mehr Alte, weniger Junge, dann sinkt halt das Rentenniveau. Die SPD akzeptiert den Sachzwang eines sinkenden Rentenniveaus nicht, denn es gilt, es gibt diesen Sachzwang nicht. Es ist eine politische Entscheidung, wie viel uns die Sicherung im Alter wirklich wert ist. Die SPD entscheidet sich dafür, die Renten auf dem heutigen Niveau zu sichern und Altersarmut zu begegnen. Aber Sachzwänge gibt es eben auch an anderer Stelle, die wir nicht akzeptieren in dieser Regierung.
Wir müssen nicht hinnehmen, dass Bildungschancen in unserem Land zwangsläufig ungleich verteilt sind. Wir müssen nicht hinnehmen, dass ländliche Regionen in der Digitalisierung abgehängt werden. Wir müssen nicht hinnehmen, dass steigende Mieten eben auch den Lohnzuwachs, den man hat, auffressen. Und deswegen ist dieser Haushalt so gut, weil er investiert eben in Schulen, er investiert in Kitas, er investiert in Straßen und in Eisenbahn, in den Breitbandausbau, in Umwelt- und Klimaschutz, in sozialen Wohnungsbau, in das Baukindergeld, in Städtebauförderung, in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das tun wir. Wir nehmen es nicht hin. Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat. Und dieser Haushalt steht für einen handlungsfähigen Staat. Und ich möchte ausdrücklich auch noch einmal aufgreifen, dass es uns sehr wichtig ist, dass wir den Umstieg auf eine CO2-arme Wirtschaft sehr wohl im Auge haben und vorantreiben. Aber gleichzeitig auch den Verlust von Arbeitsplätzen in den betroffenen Regionen nicht hinnehmen wollen. Und deswegen ist in diesem Haushalt auch ein extra Mittel, ein Topf geschaffen worden, um den Strukturwandel beispielsweise in der Lausitz so zu begleiten, dass wir den Leuten nicht nur am Ende präsentieren, wir haben ein Ausstiegsdatum für die Braunkohle, sondern wir haben eure Region nicht hängen lassen und ihr habt eine Zukunft auch weiter in der Lausitz und an anderen Stellen. Das ist der entscheidende Unterschied zu dem, was hier von Einzelnen vorgetragen wird. Ich denke deswegen, dass wir in diese Situation dafür sorgen müssen, das ist aus meiner Sicht absolut wichtig, dass wir betonen, wir wollen in diesem Land gestalten, wir nehmen keine Sachzwänge hin, wir sind bereit, unseren selbstgesetzten Anspruch, Aufbruch, Dynamik und Zusammenhalt auch weiter mit aller Kraft voranzutreiben. Vielen Dank. Auch das Recht, in Maßen Beifall zu spenden, steht allen Fraktionen zu. So viel Geduld muss sein. Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der Linken, Dr. Dietmar.